dein Schwert weg, Junge! In Wahrheit ist er sogar noch süßer. Und ihr seid so anders als auf dem Wandteppich. Nun, her damit. Du sollst mich herbringen, nicht begaffen. Du warst wieder nicht gehorsam. Wir sind barmherzig, aber du hast die Kinder entkommen lassen. Sie wollten nicht fliehen. Es hat ihnen hier gefallen. Sie haben gespielt. Deine Strafe muss hart sein. Still jetzt. Wir müssen mit dem Weißhaarigen sprechen. Ich kenne dieses Zeichen. Das ist Anna, die Frau des Barons von Krähenfels. Sie gehört keinem Mann. Sie trug eine Frucht im Bauch, gewachsen aus dem Samen meines Mannes, den sie hasst. Wir halfen ihr. Dafür dient sie uns. Sie trägt das Zeichen. Sie gehört uns. Es ist doch eine andere Frau, die dich interessiert. Sprich, Weißhaariger. Warum seht ihr jetzt so anders aus? Im Wandteppich habt ihr anders ausgesehen. Wir haben uns für dich hübsch gemacht. Wenn du wüsstest, wie lange wir vor dem Spiegel gestanden haben. Begehrst du uns? Polymorphie? Ihr wisst, warum ich hier bin. Was? Polymorphie? Was ist denn Polymorphie? Poly, mehrfach, Morphie? Ich bin beeindruckt. Polymorphie, ein seltenes Talent. Oh, ich würde dir noch den letzten Tropfen aussaugen. Ah, oh, ich würde mit dir verwoben sein. Ich wäre deine Beste und Letzte. Deswegen bin ich nicht hier. Ihr habt mich benutzt. Ihr habt mich den Flüsterhügel zähmen lassen. Das war viel Arbeit. Nichts ist umsonst, tapferer Mann. Hast du die bösen Mächte vernichtet? Unserem Reich Frieden gebracht? Ich habe den Geist, der im Baum gefangen war, befreit. Hört ihr das, Schwester? Sie hat die Kinder entführt. Sie war es. Wir hatten eine Abmachung. Ich sollte den Dorfbewohnern helfen und habe meinen Teil erfüllt. Jetzt sind sie sicher. So, übers Ohr gehauen hast du uns also. Wer war der Verzauberte? Boah, ich würde gern beides fragen. Das ist immer so unfair, diese Entscheidungen. Diese gelben Dinger sind doch Entscheidungen. Ich kann nur eines fragen und ich will aber beides. Warum brauchen die Kinder? Und ich habe aber den verzauberten Geistbaum-Ding. Will ich wissen, was das ist? Verdammt! Was ist denn wichtiger? Warum brauchen die Kinder? Das ist irgendein scheiß Ritual, um halt jung zu bleiben, ewig zu leben. Aber wer war der Geist? Wessen Geist war da im Baum gefangen? Der Geist von jemandem, der einst den Tod betrogen hat. Du hast eine uralte Macht befreit. Sie wird sich anderswo erheben, wo wir nicht hin können. Wieder wird Blut fließen. Zu welchen Torheiten Menschen doch fähig sind. Wenn ich das nochmal frage, ihr habt mich benutzt? Ihr habt... Nichts? Hast du die... Ich habe den Geist... Hört ihr das? Verräter! Sie! Wir hatten eine Abmachung. So. Ah, wozu braucht ihr die Kinder? Haha. Wozu habt ihr die Kinder gebraucht?
Gebraucht? Wir? Sie haben uns gebraucht. Unsere Fürsorge. Du hast sie in große Gefahr gebracht. Wir können ihnen nicht helfen. Wegen dir. Lasst nur, Schwestern, alles zu seiner Zeit. Erzählt mir von der Frau, die ich suche. Jetzt endlich mal nach langer, langer Zeit. Erfahren wir es vielleicht. Unser Abkommen. Mein Teil ist erfüllt. Jetzt seid ihr dran. Ein Wort, das wir geben, halten wir auch. Das Mädchen. Aschblond. So nennen sie das. Fingerdünn, verstört und erschöpft, konnte kaum stehen, das arme Ding. Wir sorgten für sie so gut wir konnten. Als wäre sie unsere eigene Tochter. Vergebliche Liebesmüh, ein ungezogenes Mädel. Verschlagen, bockig, selbstsüchtig. Ich glaube euch nicht. Die junge Frau, die ich suche, hat noch nie jemanden grundlos verletzt. Hast sie lange nicht gesehen. Sie hat sich zu ihrem Nachteil verändert. Warum hat sie euch angegriffen? Sie ist nicht mehr das Mädchen, das du kennst. Ihr Zorn verzehrt sie. Muss sie jetzt? Ich glaube euch nicht. Ihr haltet angeblich immer Wort, also sagt mir alles genau so, wie es passiert ist. Wir sagen es dir, tapferer Junge. Wir wussten, dass jemand Besonderes kam. Wir lasen die Eingeweide und sahen die Omen. Wir sahen ihr Ebenbild wie eine Fata Morgana in einer Pfütze. Sie kam aus dem unteren Sumpf. Zuerst wussten wir nicht, dass sie die Angekündigte war. Ein Kind des älteren Blutes, der gesäte Samen, der zur Flamme wird. Sie fiel uns in die Hände. Älteres Blut. Das Blut der Verräterin. Schläft sie jetzt? Wie ein Lamm. Kommt, Schwestern, nicht getrödelt. Der Tisch ist gedeckt. Der Kessel brodelt. Das dürfen wir nicht. Sie ist doch für ihn. Imlerit kriegt sie, ja, ja. Aber nicht am Stück. Gut gesagt. Wir werden nur mal kosten. Ich will ihre Füßchen. So dick. Perfekt für eine Brühe. Oh, ich kann sie schon schmecken. Wunderbar. Geh schon. Das sollst du bereuen, Mädchen. Bitter bereuen. Komm zurück. Komm zurück. Komm zurück. Flieh aus dem Buckelsumpf. Er ist gekommen, dich zu holen. Er ist gekommen, mich zu holen? Niemals. Ich töte sicher nicht. Warum sollte ich? Ich laufe einfach da jetzt 50 Meter nach vor und dann ist doch schon gut. Aber die Hexen sind so geil. Also nicht geil, aber cool. Ich finde die gut gemacht. So.
Ihr wolltet sie töten, sie schlachten wie ein Tier und dann fressen. Ihr Blut und ihr Geschmack haben uns an unsere Jugend erinnert. Älteres Blut, außergewöhnliches Mädchen, wie du weißt. Wie schade, dass sie geflohen ist. Damit kommt ihr nicht davon. Ich finde sie, dann komme ich wieder. Sie ist entkommen, aber ich werde sie finden. Wir kommen zurück und töten euch. Du kommst zurück. Ja, unsere Schicksale sind verbunden. Und es wird jemand sterben, aber keine von uns. Jetzt sollst du Schatten jagen und im Nebel wandern. Wenn du sie siehst, wird sie ein Trugbild sein. Und wenn du sie findest, wenn, dann wird sie sterben. Wir sehen uns, hübscher Ritter. Ach du heilige Schande. Charaktereintrag aktualisiert. Oma. Familienangelegenheiten. 200 Erfahrung gibt uns das. Erstmal speichere ich und dann gucke ich mal in... Ja, dann nicht unbedingt. Oder Relikte. Ah, da haben wir die Mumen. Mumenschwestern, Hand in Hand, schreckend zur See wie an Land. Wiederholen, ohne Rast und Ruh, drei für dich, drei für mich und nochmal drei muss sein, um zu erhalten 9. Macbeth, Akt 1, Szene 3. In den einsamen Ecken unserer Welt gibt es Kreaturen, die älter sind als Menschen, als Akademien und Magier und sogar als Elfen oder Zwerge. Die Mumen aus dem Buckelsumpf gehören dazu. Niemand kennt ihre wahren Namen oder weiß, um was für Geschöpfe es sich bei ihnen genau handelt. Die gewöhnlichen Leute haben ihnen die Namen Weberin, Brauerin und Flüsterin gegeben und nennen die drei die Herrinnen des Waldes. Oder einfach nur die guten Herrinnen. Die Mumen sind die wahren Herrscherinnen über Velen, dessen Bewohner sie über harte Zeiten hinweghelfen. Als Gegenleistung erwarten sie bedingungslosen Gehorsam. Sie wirken mächtige Magie, die sich aber von der Magie der Magier unterscheidet. Sie ziehen ihre Macht aus Wasser und Erde und sind an das Land gebunden, auf dem sie leben. Die Mumen hören alles, was in ihren Wäldern geschieht. Sie sagen die Zukunft voraus und ändern die Geschicke der Menschen und bedeuten Segen und Fluch zugleich. Die Mumen scheinen im Grunde genommen unsterblich zu sein. Magische Elixiere schützen sie vor dem Altern und ermöglichen ihnen, das Aussehen junger Frauen anzunehmen. Diese Elixiere und ihre geheimnisvollen Verbindungen zum Sumpf, in dem sie leben, geben ihnen übernatürliche Stärke und Kraft. Aha, das ist nicht gut. Das sind aber bis jetzt irgendwie die coolsten Charaktere, so als Monster. Finde ich das eigentlich ganz cool. Der Geist im Baum. Der Weideler. Wie es häufig bei Beschwörern, Wahrsagern, Heilern und anderen spitzfindigen Bewohnern auf dem Land der Fall ist, war der Weideler von Schwarzzweig ein geheimnisvoller Mann, um den sich unzählige Gerüchte und Legenden rankten. Einige besagten, er könnte mit den Toten reden, andere, dass er mit den Gräbern vertraut sei, da er als junger Mann während eines Wutanfalls seinen Vater eine Axt in den Kopf gejagt hätte. Andere wiederum behaupten, er hätte eine unangemessene Vorliebe für Stalltiere.
Diesen ganz Gerüchten sorgten unter den Bauern ihm abgeschiedenen Wählen für große Angst und Respekt, und der Weideler unternahm nichts, um sie vom Gegenteil zu überzeugen. Doch auch den klügsten Menschen unterlaufen gelegentlich Fehler, und hätte Geralt nicht eingegriffen, hätte niemand sagen können, was die zornigen Männer des Barons mit dem alten Seher angestellt hätten. Wie sich herausstellte, besaß der Weideler mehr Geschick in der Wahrsagerei als im Heilen von Verdauungsstörungen, obwohl das, was er Geralt prophezeite, ebenfalls undurchsichtig war, gelang es dem Hexer, die einzelnen Informationsfetzen zu einem großen Ganzen zusammenzusetzen. Die Flüsterinnen. Die Mumen von Velen waren nicht nur betagt, sie waren uralt. Sie hatten die Tage der ersten Menschenkönige gesehen, vielleicht sogar die Ankunft der Elfen. Die Flüsterin war unter den grässlichen Schwestern die älteste, jedenfalls behaupten das die Legenden, die sich die Sumpfbewohner leise erzählten. Leise, denn sonst hören die Mumen sie, und sie verlangen Tribut in Form menschlicher Ohren, die sie dann an Bäume befestigen und benutzten, um mit Hilfe urtümlicher Magie alle Ereignisse im Sumpf zu belauschen. Die Oma ist doch die Frau des blutigen Barons, genau. Die Weberin mochte die jüngste der drei Mumen sein, doch war sie keinen Deut weniger böse oder hässlich als ihre großen Schwestern. Sie war diejenige, welche die magischen Wandteppich aus Menschenhaar wob, das die Mumen den Dörflern in der Nähe als Tribut abnahm. Zum Teil in Schneidezeremonien bei kleinen Kindern. Über diesen Wandteppich beteten die Gläubigen die Herrinnen des Waldes als Gottheit an und zollten ihnen Tribut. Und dann gibt's doch noch die Brauerin. Die als Brauerin bekannte Mume war die mittlere der drei dämonischen Schwestern. Was das Alter anging, doch körperlich war sie die größte. Die Brauerin kannte sich angeblich meisterlich mit magischen Mixturen aus, und man munkelte, dass sie über ein Dutzend Rezepte für Menschensuppen hatten. Bäh, ekelhaft. Imlarid, Kommandant der wilden Jagd und häufig Gestalt in Geralds Albträumen, hatte Ciri bereits seit einiger Zeit verfolgt, um sie zu seinen Herrschern Eredin zu bringen. Dieser mächtige und brutale Krieger hatte an den unzähligen Kämpfen und Feldzügen teilgenommen, den die Aenelle gegen andere Welten führten. Er schätzte die unmittelbare Konfrontation über alles und provozierte immer wieder Scharmützel, in denen die Gegner ihre Stärke, ihre Geschicklichkeit und ihr Können in einem Kampf auf Leben und Tod messen mussten. So, was hatten wir jetzt? Haben wir genug gelesen? Sorry dafür, aber muss auch mal wieder sein. So, berichte den, was du über Anna erfahren hast. Ja gut, können wir dem sagen, dass die Frau... Gott, das wäre so viel Text. Was haben wir das an? Fest können wir auch noch machen. Die Witwe, Level 8, Kreischlinge. Wir sind fast Level 10. Oh, das geht jetzt immer schneller. Hier sind also die Mumen zu Hause. So, jetzt bin ich ganz durcheinander. Als erstes würde ich gerne doch den Kreischling machen, den Hexauftrag. Wo ist denn die? Ist die in der Nähe? Dann können wir die machen. Oder ist die im Arsch der Welt? Kreischling nachverfolgt. Sprich mit dem Auftraggeber, dann müssen wir sowieso zurück. Das heißt, wir gehen nach Kredenfels. Ja, genau das machen wir. Wir gehen zu dem Schnellpunkt. Hier irgendwo. Wo ist denn der? Hier ist doch irgendwo. Verdammt. Nee, da auf der anderen Seite. Wir gehen zum Baron, quatschen ihm voll, dass der weiß, dass seine Frau hier im Sumpf ist.
Und dann... den Kreischling-Auftrag anzunehmen. Den zwischendurch noch machen. Wo ist denn das jetzt hier? Greenfels. Einige Kaufleute bieten seltene Waren frei, darunter auch geheimnisvolle Karten mit Zeichen, die auf versteckte Hexerrüstungsschemas hindeuten könnten. Ja, stimmt, die müssen wir auch noch suchen. Was faselst du da? Nichts, was du wüsstest. Kann es sein, dass dieser Charakter, der da eben gerade gestanden ist, vom Model her, also vom Modell her, schon einige Mal vorkommt, der Stallbursche. Baron, wenn ich eine Bäuerin ficken will, mach ich das. Verbote sind mir Schnuppe. Erstmal hier Auftrag. Grüß dich. Ja? Ich bin wegen des Kreischlingsauftrags hier. Ich hörte, ihr habt ein Problem. Ein Monster namens Kreischling? Ja, das ist hier unterwegs. Holt sich Kühe und Ziegen. Verschmäht aber auch Menschen nicht, wenn es ihnen begegnet. Borsoi, Jäger unter dem alten Herrn, wollte es erliegen. Schluss mit lustig, hat er gesagt. Er würde dem Vieh den Garaus machen. Er nahm ein Beil und legte sich hinter dem Graben am Rand der Felder auf die Lauer. Da fanden wir ihn. Seine Gedärme wie Spinnweben über eine Baumkrone drapiert. Hat einen halben Tag gedauert, alles einzusammeln, um's zu beerdigen. Die Belohnung ist zu niedrig. Ich weiß, die Zeiten sind hart, aber ihr müsstet schon ein bisschen was drauflegen. Wir gehen immer von der Hälfte aus. Das wäre ungefähr 70, 35, so sagen wir mal. Das hier kann ich wohl drauflegen. Du willst dir deinen Hals für uns riskieren. Gut, dann nehme ich ihn an. Wird auch Zeit, dass ein Profi sich den Kreischling anschaut. Könnte hier jemand noch mehr über das Biest wissen? Borsois Sohn Simko vielleicht. Er hat das mit eigenen Augen gesehen. Aber könnte schwierig sein, sich mit ihm zu unterhalten. Ich glaube, er trauert noch. Verstehe. Wo finde ich ihn? Irgendwo in meinem Anwesen. Ich habe ihn aufgenommen, als er seinen Vater verloren hat. Die Mutter ist schon lange tot. Ach ja, in seinem Anwesen, in dieser Hütte, meint er wohl eher. Ein Anwesen ist ja wohl was anderes. Wo komme ich denn? Hä? Nee. Draußen hinterm Haus. Können wir reden? Lass mich. Beruhige dich. Ich will nur... Geh, sag ich. Ich will deinen Vater rächen. Ich will deinen Vater rächen. Aber dazu muss ich wissen, was ihn getötet hat. Der Kreischling war's. Weißt du das nicht? Der Name sagt mir nicht viel. Beschreib mir das Biest. Sag mir, wie es aussieht. Wie ein Gockel, aber riesig und mit Eidechsenschwanz. Ich hab gehört, wie unser Hund im Wald gebellt hat. Ich bin hingelaufen, um nachzusehen. Und da war Papa in den Büschen mit einem Loch im Bauch. Und er stöhnte und schrie. Ich wollte helfen, aber wie? Beruhigen wir ihn mal. Psst. Ruhig. Ruhig. Pass auf dich auf. Auftrag Kreischling, jawohl. Dann quatschen wir mal mit dem Barönchen-Söhnchen und sagen dem, seine Frau hockt bei den Mumen. Die kriegt er nicht mehr. Aber ich bin gespannt, ob er es versucht. Und ob er dann dahin geht und dann mit denen sich anlegt. Er wird keine Chance haben. Das muss ich jetzt, hin für die Quest mit Familienangelegenheiten. Das war das. Ich will mal die Quest abschließen irgendwie. So. Dass das ein bisschen weniger wird alles. Das ist zu viel. Das ist einfach zu viel. Baron, wo bist du? Sitzt er wieder hinten im Garten und heult. Kleiner Pisser. Alter.
Nee. Wo ist... Nee, das will ich hier. Zack. Da wieder hoch wahrscheinlich. Guten Tag, Männer. Guten Tag. Alles okay? Baron, ich habe Neuigkeiten. Ich höre. Womit kommst du zu mir? Informationen über deine Frau. Ich weiß, wo sie ist. Ich habe Nachricht von deiner Frau. Potzpestilenz, warum sagst du das nicht gleich? Wo ist sie? Warum bringst du sie nicht mit? Sie ist im Buckelsumpf. Hat Essen, ein Dach überm Kopf, ist beschäftigt. Sah nicht so aus, als wollte sie von dort weggehen. Du solltest sie zurückbringen, nicht von ihren Lebensumständen berichten. Ich sollte sie finden. Und das habe ich. Mehr war nicht abgemacht. Du hältst mich noch immer für das Letzte. Für einen Bastard, nicht? Für den Schuldigen an dem, was hier passiert ist. Tja, meine Meinung ist egal. Es ist egal, was ich glaube. Und doch sehe ich deine Verachtung. Ich kenne die Welt der Hexer nicht, aber in unserer ist nichts schwarz oder weiß. Dann sag mir doch, wie es wirklich war. Nö, deine Geschichte interessiert mich eigentlich nicht. Ach, erspar mir deine Lebensgeschichte. Ich bin aus rein geschäftlichen Gründen hier. Sag mir wenigstens, wie Anna in dem verdammten Sumpf gelandet ist. Stufe 10, Sie paktiert mit den Mumen. Deine Frau ist bei den Mumen. Was? Ja. Sie hat mit den Mumen einen Pakt geschlossen und... Nun, sie hat wohl den Verstand verloren. Einen Pakt? Was zum Teufel? Sie war schwanger und wollte das Kind nicht kriegen. Sie ging zu den Mumen und die versprachen, das Problem zu lösen. Gegen ein Jahr Dienst. Und die Mumen haben auf ihre verschrobene Art Wort gehalten. Was meinst du damit? Anna hat wohl gedacht, das Kind würde irgendwie einfach verschwinden. Aber die Mumen schwächten sie so sehr, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Und da begann sie wohl, den Verstand zu verlieren. Sie legten sie an eine magische Leine, die Schmerzen bewirken kann, damit sie ihre Schuld auch ja begleicht. Ein Pakt mit Hexen, verdammter Albtraum, du scherzt wohl. Wir müssen sie retten. Wir können sie nicht dort lassen. Du solltest nicht in den Sumpf gehen. Auch mit Bewaffneten ist es ein schlechter Einfall, in den Sumpf zu ziehen. Es ist an sich schon gefährlich dort. Und diese Mumen sind mächtiger, als man denkt. Ich dreh doch nicht Däumchen, bis sie rausrücken. Würdest du auf ihre Gnade zählen, wenn sie deine Tochter hätten? Wohl nicht. Aber ich bin ein Hexer. Und ich bin ein Ehemann und Vater, der sein Leben und das seiner Lieben versaut hat. Ich sammle meine Männer und hole Anna da raus. Naja, seine Männer kann er wohl vergessen. Also ich denke mal, wenn wir dann wieder zurückkommen, wird da ein ganzer Haufen Leichen sein und die Mumen haben ein schönes Festessen, naja. Aber wir hatten eine Abmachung und du erfüllst jetzt deinen Teil. Wir hatten eine Abmachung. Ich habe meinen Teil erfüllt. Jetzt bist du dran. Ein gegebenes Versprechen. Wo war ich denn? Ein Basilisk. Er hat dich angegriffen. Ah, stimmt. Riesengroß. Ziemlich brutales Vieh.